Moin und herzlich willkommen. Tja, jetzt kam's doch alles so ein bisschen überraschend auf Island, oder? Eruption, gestern Abend. Es deutete vor ein paar Tagen nichts auf eine Eruption hin. So überraschend können Vulkane sein. Die Bodenhebung verlief horizontal. Dass dies ein Hinweis auf eine Eruption sein könnte, wurde schon gedacht, aber als unwahrscheinlich meinerseits verworfen. Also nichts mit Eruption im Januar, nein, sondern sogar schon im November. Auch diese Eruption findet wieder in der Sund-Nuk-Kraterreihe statt. Ich beziehe mich auf die Infos vom IMO. Die Spalte ist etwa 3 Kilometer lang. Die Eruption förderte etwa 1300 Kubikmeter pro Sekunde und wäre damit dann in etwa halb so stark wie die letzte Eruption im August. Es gab jetzt echt nicht viel Seismik. Das macht das Ganze ziemlich problematisch und völlig unberechenbar. Der Vulkan hat uns einfach mal so richtig an der Nase herumgeführt. Ich meine, vor ein paar Tagen haben wir noch ein Video gemacht und gesagt, das wird vor Januar wahrscheinlich nichts. So, und jetzt völlig ohne Vorwarnung, ohne alles, bricht der Vulkan aus. Deshalb sind Prognosen auch immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Eine Möglichkeit bezüglich der zuletzt gesehenen Bodensenkung war ja, dass eventuell die Dehnungsfähigkeit des Untergrunds erreicht war oder dass das Magma sich schon einen anderen Weg gesucht hat. Aber wie kann das denn praktisch ohne Seismik vonstatten gehen? Naja, der Untergrund ist halt komplett fragmentiert. Naja, die Vorwarnzeit war echt kurz und dies könnte für zukünftige Eruptionen ein Problem darstellen. Vermutlich bist du schon ganz gut informiert und schaust dir die Camps zum Ausbruch an. Die Lava bewegt sich mit etwa 300 Metern pro Stunde, auch in Richtung Kraftwerk, also da ist sie mittlerweile auch schon. Also der Teil des Textes, den ihr gerade gehört habt, ist heute Morgen um 10 Uhr entstanden. Es wird sich also im Tagesverlauf noch einiges ändern. Auf der Cam von Afar TV kann man auch wieder sehen, dass wohl Asphalt verbrannt ist. Es war ziemlich dunkler Rauch zu sehen. Als die Lava dann gerade auf dem Weg war, die blaue Lagune zu erreichen, schrieb Mark von Vulkane.net in seinem Update, das Resort ohne Schutzwelle wäre jetzt wohl Geschichte, was offensichtlich der Fall gewesen wäre. Und jetzt ist die Lava aktuell auf dem Parkplatz der blauen Lagune. Die Straße zum Kraftwerk ist von Lava überflossen worden und mittlerweile hat sich die Eruption dann auch schon wieder abgeschwächt, was allerdings auch zu erwarten war. Ich bin gespannt, wie lange diese Eruption läuft. Es könnte sein, dass es vielleicht nicht ganz so kurz ist. Ich verfolge den Stream von Isaac und bin wieder mal erstaunt, wie gut diese Welle halten. Auch finde ich es bewundernswert, wie die Isländer, während ganz in der Nähe Lava fließt, neue Wälle errichten. Das ist echt ein irres Bild, was man da gerade auf der Cam sieht. Die blaue Lagune im Hintergrund, Leute auf dem Damm und das riesige Lavafeld davor. Die Situation wäre wohl eine andere, wenn mehr Magma gefördert worden wäre, wie zuerst auch prognostiziert. Die Leute vom Kraftwerk haben Druckveränderungen in den Bohrlöchern festgestellt und waren somit die ersten, die die Eruption bemerkt haben. Könnte eventuell auch ein Modell für andere Orte sein. Naja, man wird sehen. Das erstmal als Update. Und auch irgendwie alle Experten haben das zumindest also ausgeschlossen, vielleicht nicht, aber es hat auch von denen keiner erwartet, dass der Vulkan jetzt so zeitig ausbrechen würde, mit so wenig Vorwarnung. Das ist, joa, überraschend. Vielen Dank, dass du dir das Video angesehen hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass doch ein Abo da. Nicht ärgern lassen, hab noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.